Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um Investitionsverhältnisse im Flirt, was das genau ist und wie du das nutzen kannst, um in Zukunft deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern, Frauen effektiver zu daten, Frauen länger zu daten und auch länger zu halten und sie nicht schon nach dem ersten Date oder vielleicht vor dem ersten Date zu verlieren. All das erfährst du in diesem Video. Schön, dass du hier bist. Also kommen wir zum Thema Investitionsverhältnisse. Das klingt jetzt erstmal sehr finanzthemenlastig, ist es aber gar nicht. Wir haben oft schon darüber geredet. Ich habe dir oft schon davon erzählt, wieso das Investitionsverhältnis von Männern zu Frauen optimalerweise ist. 40-60 ist immer noch meine Meinung. 40% die Frau, 60% der Mann. So, was man jetzt aber verstehen muss, und das verstehen viele Männer leider gar nicht, und ich habe auch manche Coaching-Teilnehmer, die sich da wiederholt darüber beschweren, so sollte das nicht sein. Ja, aber so ist es halt. Am Anfang des Kennenlernens, beim Ansprechen, beim Daten, beim Kennenlernen, alles, was vor dem ersten Sex passiert, liegt fast zu 100% in deiner Verantwortung. Darüber kannst du dich jetzt beschweren, darüber kannst du jetzt rumheulen oder du kannst es einfach so nehmen. In dieser Zeit wird fast keine Frau viel der Sachen übernehmen, wird sich wahrscheinlich um nicht viel kümmern. Das wird einfach nicht passieren. Das heißt, wenn du rumsitzt und darauf wartest, dass in diesem Bereich irgendwas passiert, dann wird nichts passieren. Deswegen ist es ja auch so, dass Männer, die zum Beispiel keine Frauen im Alter kennenlernen, kaum Frauen kennenlernen, weil sie sich denken, hey, die Richtige kommt irgendwann. Aber sie kommt halt nicht durch Zufall, sondern du musst dich um diesen ersten Teil bis zum ersten Sex kümmern. Ja, da ist dein Investitionslevel so ungefähr, ja, so 90%, und die Frau macht halt die restlichen 10 im Sinne von, ja, da habe ich Zeit, ja, da kann ich kommen, ja, das bringe ich zum Kochen mit. Ja, wir haben darüber geredet, Kochdate, das ultimative Sexdate. Wenn du das nicht gesehen hast, Video, erster Link in der Beschreibung, musst du unbedingt sehen. Ich gebe dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du zum Sex kommst, auf dem Kochdate. Ja, das zeige ich dir in dem Video. Also, Investition vor dem ersten Sex, 90% du, 10% sie ungefähr. Ja, das ist einfach so, da musst du dich abfinden, und je besser du darin wirst, Dinge zu organisieren, desto besser wird es funktionieren, und das ist natürlich auch für die Frauen schön, weil sie auch gerne einen Mann haben, der dann ein bisschen die Führung übernehmen kann. So, und jetzt kommt aber der Knackpunkt, und da habe ich letztens mit einem hier auf YouTube drüber geschrieben, mit einem von euch. Nach dem ersten Sex ist es oft und nicht immer so, dass das Investitionsverhältnis kippt, weil vor dem ersten Sex ist die Frau noch so ein bisschen so, okay, ich guck mal, was das für ein Mann ist, naja, mal schauen. Und nach dem ersten Sex hat die Frau stark investiert. Wenn die Frau mit dir schläft, dann hat sie von ihrer Seite aus stark investiert. Weil Sex ist für Frauen halt eine gefährlichere Sache als für Männer. Weil wenn die Frau ein Kind bekommt, dann ist sie da mit 9 Monaten unterwegs, sie muss die komplette Verantwortung dafür übernehmen. Du als Mann kannst nach 2 Tagen die nächste Frau flachlegen und dann wieder ein Kind reinmachen. Und wir haben halt eine andere Fortpflanzungsstrategie, und deswegen sind die Frauen vorsichtiger, mit wem sie schlafen, als Männer. Ja, davon ausgeschlossen sind jetzt mal Frauen, die wirklich ausschließlich One-Night-Stands suchen. Also wenn eine Frau wirklich gar nichts anderes sucht als einen One-Night-Stand, ich glaube, sowas gibt es aber auch gar nicht. Wenn ihr einen Mann gefällt, wird sie schon sich weiter mit dem treffen. Aber wenn jetzt die Frau gar nichts anderes sucht als einen One-Night-Stand und super konsequent auf dieser Linie fährt, dann ist das, was ich jetzt erzähle, irrelevant, weil dann, ja, ist ihr Investment nicht größer nach dem ersten Mal Sex, dann ist sie halt einfach wahrscheinlich weg nach dem ersten Mal Sex, wenn sie echt nur einen One-Night-Stand will. Das sind aber die wenigsten Frauen, die wirklich nur einen One-Night-Stand wollen. Also, nach dem Sex steigt also ihr Investment, weil sie eine große Entscheidung getroffen hat vor dem Sex. Das ist für eine Frau eine große Entscheidung zu sagen, mit diesem Mann schlafe ich jetzt. Das heißt nicht, dass es schwer ist, zum Sex zu kommen, das ist nicht der Punkt, aber es ist für die Frau eine viel größere Entscheidung, als wir Männer da entscheiden müssen. Für uns ist das so, ja, die gefällt mir, natürlich, warum nicht? Ja, unsere Entscheidungsfindung ist da halt ganz anders. Und deswegen verändert sich das Investitionsverhältnis meist extrem nach dem Sex. Das wirst du merken, dass die Frau dann mehr auf dich zukommt, dich fragt, wann ihr euch wiedersehen könnt, vorausgesetzt, ihr habt euch gefallen und der Sex war auch gut, das setze ich jetzt mal voraus. Wenn das alles scheiße war, dann natürlich nicht. Dann ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, wenn du nur scheiße läuft, kommst du zu mir ins Coaching und dann regeln wir das. 2. Link in der Beschreibung. Ja. Also, Investitionsverhältnis nach dem ersten Mal Sex. Dann ist es so, dass die Frau mehr auf dich zukommt, von sich aus Dates vorschlägt, von sich aus Treffen vorschlägt, und dann schwenkt das Investitionsverhältnis so langsam in die, ja, ich sag mal 40-60 Richtung, 40% sie, 60% du. Am Ende des Tages möchtest du aber auf 60% du, 40%, nee Gott, 60% sie, 40% du kommen. Und das ist das Investitionsverhältnis, das oft eintritt, wenn du dann in einer Beziehung bist. Dann ist es oft so, dass die Frau deutlich mehr investiert als der Mann, weil der Frau die Beziehung meistens wichtiger ist als dem Mann. Du als Mann hast deine Richtung, hast deine Vision, hast deine Mission, konzentrierst dich vielleicht auf die Karriere, auf den Job oder irgendwas anderes, was dir wichtig ist. Für die Frau ist meistens die Beziehung fast das Wichtigste. Den meisten Männern ist das nicht so. Gibt es auch andere Männer, ich kenne auch jemanden in meinem Freundeskreis, da ist das anders.
Bei den meisten Männern ist es allerdings nicht so. Und deswegen ist da das Investment der Frau größer. Das heißt, wo das Investment der Frau hier am Anfang sehr niedrig ist, wird es über die Zeit größer. Und ein großer Knackpunkt ist das erste Mal Sex. Weil wenn die Frau mit dir schläft, dann geht sie oder riskiert sie, eine gewisse emotionale Verbindung mit dir einzugehen. Das heißt, in dem Moment, wo eine Frau mit dir geschlafen hat, wenn du vielleicht vorher ein bisschen unentspannt warst, kannst du dich auf jeden Fall entspannen und dich auch ein bisschen mehr zurücklehnen. Und dann wird die Frau fast von sich aus mehr investieren, zumindest viel mehr, als sie es vorher gemacht hat. Also dieses erste Mal Sex ist ein richtiger Breaking Point. Und dann nochmal dieses, wir sind in einer Beziehung, das ist der nächste Breaking Point, weil Frauen dann, Frauen haben dieses, okay, das ist mein Mann, das ist dieser eine Mann. Ja, Frauen denken einfach nur nochmal anders als wir. Ja, wir denken natürlich auch, oh, das ist die eine Frau, aber bei Frauen ist das viel intensiver. Frauen sind, ich sag mal, wenn sie in einer Beziehung sind, meist dem Mann etwas mehr ergeben, treuer. Bis zu dem Punkt, wo dann der Mann, also wo die Dynamik in der Beziehung schlecht ist, dann gehen natürlich Frauen auch genauso oft fremd wie Männer. Aber Frauen sind erstmal treuer, dann aber auch, wenn sie sich getrennt haben, dann bist du halt vollkommen abgeschrieben und dann gibt es nur noch den neuen Mann dann, den Mann nach dir. Und daran erkennst du das halt, das hat Vor- und Nachteile. Aber das sind so die beiden großen Wechselpunkte, was Investitionen angeht. Ja? Von am Anfang 90-10 hin zu ja, so 60-40 du sie, zu 40-60 sie du oder vielleicht noch extremer in die andere Richtung. Du willst aber nicht, dass das gerade auch in einer Beziehung dann in so eine 90-10 Richtung geht, dass nur noch sie investiert und du gar nichts mehr, denn dann hast du auch keine gesunde Beziehung, keine Beziehung, die auf Dauer läuft, weil dann rennt sie dir nur hinterher und du bist nur angenervt von ihr und das passt halt nicht wirklich. Das heißt, wenn du merkst, okay, sie investiert jetzt gerade ein bisschen zu viel, dann investiert du mal wieder ein bisschen mehr, dann kann sie sich wieder ein bisschen mehr entspannen und zurückziehen. Also die Art und Weise, wie du Investitionsverhältnisse veränderst, ist, indem du halt in die andere Richtung gehst. Wenn du zu viel investierst, dann ziehst du dich zurück und investierst weniger. Wenn du zu wenig investierst und sie zu viel, dann investierst du mehr. So veränderst du Investitionsverhältnisse. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Und das Wichtige, und das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich die Information, die du verstehen musst, um jetzt nicht die Frau frühzeitig zu verlieren, ist halt, dass du vor dem ersten Sex für 90% der Investitionen verantwortlich bist. Du sprichst die Frau an, du schlägst das Date vor, du gestaltest das Date, du leitest den Sex ein, ihr habt Sex und dann beginnt das Investitionsverhältnis sich zu verändern. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Manche Männer verstehen das nicht und machen dann Folgendes. Sie geben so oder denken so, hey, das muss fair sein, das ist alles fair, wir leben in einer fairen und alles ist fair Gesellschaft, ja, ja, das erzählen wir uns halt immer alle, aber so ist es halt nicht. Und manche Männer machen es dann halt so, dass sie 50% selbst machen und 50% die Frau machen lassen, vor dem ersten Sex, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und dann sind sie irgendwie enttäuscht oder sind sauer, dass die Frau nicht richtig teilnimmt an dem Ganzen. Aber so ist das in den meisten Fällen. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch Fälle, in denen Frauen die Führung übernehmen gleich am Anfang. Ist mir auch schon passiert. Ich hatte auch eine Frau, die hat bis zum Sex durchgeführt, war aber auch eher so an One-Night-Stand-Sachen interessiert. Das ist dann nochmal was anderes. Es gibt es natürlich auch, aber es ist einfach nicht die Regel. Das heißt, merk dir diese Investitionsverhältnisse und schau auch immer, okay, in welcher Phase befinde ich mich gerade mit einer gewissen Frau und wie ist gerade mein Investitionsverhältnis. Geil, dass du dabei warst. Freut mich, dass du heute wieder zugeschaut hast. Wenn du noch Fragen zu diesem sehr wichtigen Konzept hast, das man verstehen muss, schreib es mir in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, wie immer. Der zuverlässige Tim ist jeden Tag mit einem Video am Start. Zumindest im November. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze im neuen Jahr bewerben, wo wir dafür sorgen, dass du eine Freundin findest, mehr Sex hast und einfach ein King wirst, was deinen Erfolg mit Frauen angeht. Was auch immer da deine Zielsetzung ist, komm in meine Beratungssession und dann schauen wir uns an, wie wir da dich aufs nächste Level bringen können. Und rechts in der Ecke geht zu einem ganz wichtigen Video, das ich gedreht habe, die Tage, von der einen Sache, die Frauen dir niemals geben werden. Dieses Video musst du gesehen haben. Unten rechts in der Ecke, wenn du es nicht gesehen hast, schau es dir an. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer zur gleichen Zeit. Bis dahin, ciao.